Hallo, heute geht es um den Bodenaufbau mit Schaumglasschotter. Denn der Schaumglasschotter ist noch nicht so sehr verbreitet, viele kennen ihn gar nicht, aber der hat eine ganze Menge gute Vorteile. Und als Sauberkeitsschicht ist er ideal, denn der Schaumglasschotter ist tragend, er ist kapillarbrechend und trainierend, das heißt, Feuchtigkeit wird abgeführt, steigt aber nicht nach oben. Und außerdem hat er eine recht gute Wärmedämmung. Die Wärmedämmung entspricht ungefähr der Hälfte von gängigen Produkten wie Mineralwolle, Steinwolle, Styropor, also EPS. Das bedeutet, nur mit dem doppelten Aufbau schon hat man die gleiche Dämmleistung wie mit den herkömmlichen Produkten, die allerdings nicht tragend sind. Es gibt allerdings auch einen Nachteil des Schaumglasschotters. Er muss abgerötet werden und verbleibt dann nicht 100% eben. Das heißt, man muss noch eine zweite Schicht aufziehen, um ihn eben zu bekommen. Das macht man in der Regel mit Bleglas. Das Bleglas kann man mit einer langen Wasserwaage oder vielleicht auch mit Hilfe von Leeren eben abziehen. Für diejenigen, die sich diesen mühsamen und zusätzlichen Arbeitsschritt ersparen möchten, möchte ich hier ein paar weitere Aufbaumöglichkeiten vorführen. Im Außenbereich, wie zum Beispiel auf dem Dach, geht man wie folgt vor. Unter dem Schaumglasschotter ist eine ordentliche Dachabdichtung zwingend notwendig. Und wenn dies geschehen ist und der Schaumglasschotter aufgebracht wurde, kann man eine PE-Folie verlegen oder natürlich auch ein Gartenvlies, welches teilweise auch als Geotextil bezeichnet wird. Obendrauf kommt eine Tragschicht. Die sollte nicht zu dünn sein. Über genauere Stärken muss man sich mal belesen. Dazu habe ich jetzt spontan im Internet nichts gefunden. Und auf diese Tragschicht, die aus Split besteht, kann man sein Pflaster verlegen. Und da ist es dann vollkommen egal, welche Art von Pflaster verlegt wird. Natürlich kann man auf seiner Tragschicht auch eine Vegetationsschicht anlegen. Stark wurzelnde Pflanzen sollte man dabei vermeiden und auf jeden Fall sollte man auf eine richtig dicke PE-Folie achten. Da die Masse dieses Aufbaus sicherlich beträchtlich werden wird, ist hierfür ein Baustatiker mit einzubeziehen. Für den Innenausbau gibt es diverse Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund der Kapillarbrechung und Drainage spricht nichts gegen einen Aufbau mit Massivholzdielen. Hierfür muss man aber im gesamten Aufbau auf abdichtende Materialien wie PE-Folien verzichten. Dann können wir unsere Lagerhölzer auch direkt mit Zementestrich auf den Boden aufbetonieren und nivellieren. Wir empfehlen als Lagerhölzer mindestens 6 x 8 cm im Querschnitt. Hier haben wir 12 x 10 cm verwendet und den Abstand mit 60 cm als maximal angenommen. Denn ein noch größerer Abstand würde auch bei 27 mm starken Hobeldielen zu Schwingungen führen. Die Zwischenräume können natürlich weiterhin für Dämmung genutzt werden und mit Bleglas, Hanf oder Mineralwolle gefüllt werden. Wer auf modernere Werkstoffe Wert legt, der kann natürlich seine Balken auch mit OSB-Platten belegen und darauf verschiedenste Oberflächen installieren. Man kann Laminat, Parkett, Klickvinyl und andere Materialien installieren, man sollte aber die Trittschalldämmung nicht vergessen. Gerne kann man auch seine OSB-Platten mit einem dicken Klarlack versiegeln und sie so belassen. Natürlich kann man viele dieser Materialien auch auf eine plane Estrichplatte aufbringen. Dann erweitert sich das Spektrum auch um das Verlegen von Fliesen. In diesem Fall sollte man aber nicht vergessen, ein Geotextil unterzulegen, einem Bad mit ebenerdiger Dusche und Fußbodenheizung steht da nichts mehr im Wege. Wer auf dem wärmedämmenden Schaumglasschotter keine Fußbodenheizung benötigt und auch den Aufwand für einen derartig hohen Aufbau aus Estrich scheut, kann, wie am Anfang gesagt, mit Bleglas hier ebenerdig abziehen. Das kann man sowohl direkt auf dem Schaumglasschotter als auch auf dem diffusionsoffenen Geotextil durchführen. Jetzt kann man auch wieder mit Trittschalldämmung und doppelt verlegter Estrichplatte Fliesen auf dem Untergrund verlegen. Weil der Schaumglasschotter sich immer wieder aufwirft, sollten die Laufwege, solange noch keine Bodeninstallation durchgeführt wird, mit OSB-Platten ausgelegt werden.